Jetzt machen wir den ersten Schnitt sozusagen, dass wir die Haut trennen. Die Haut wollen wir ja nicht essen. Wenn eine Haut gebraten ist, dann ist okay, aber hier ist sie praktisch gedämpft worden. Deswegen tun wir das auch wegschneiden und runtermachen. Also da hat man dann keine Freude dran. Jetzt fangen wir an, die Filets von den Gräten zu lösen. Was man dabei schön sehen kann, ist, dass der Fisch sozusagen wild gewachsen ist, also nicht gezüchtet, weil die Gräten relativ stark in der Mittelgräte hängen bleiben und sich nicht so einfach von dort lösen. Mein Vater arbeitet sehr viel mit Kräutern, wie man schon sieht. Fenchelgemüse gehört mit dazu, da ist ein bisschen Anis mit dran für den Geschmack. Und ganz grün, das ist unser Must-Have, unser Petersilienpüree, das ist also wie ein Spinat, aber 100% aus Petersilie. Da braucht man schon eine Menge, ist auch eine Wahnsinnsarbeit dazu. Aber wir sind zufrieden und die Gäste auch.